Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf dem amerikanischen Outback unterwegs. Deswegen einen wunderschönen guten Morgen. Und wir sind bereits in Folge 323 gelandet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist der Kerl denn hier so komisch in die Ecke gefahren? Ganz einfach. Ich versuche jetzt nur, und ich hoffe, dass ich da richtig bin. Butter. Da steht es drauf. Versuche jetzt nur die Butter zu laden. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. So, Arbeitsmodus anschalten. Ranfahren. Butter laden. Ausmachen. Ich habe die Butter geladen. Weil alles andere hat roten Preis. So simpel ist das Ganze. Und eine der Früchte war gut. Gucken mal. Das waren die Erdbeeren. Erdbeeren sind, ist gleich das ganz vorher ganz vorne. Da war nicht super viel von da. Aber ich nehme es natürlich trotzdem mal runter. Damit man den Spaß hier verkaufen kann. So, wir gucken nochmal. Ist ja wieder ein bisschen noch vorbeigefahren, aber. Na komm, zeig, gib mir doch einen vernünftigen Anzeigewinkel, ist doch grausam. Erdbeeren, da sieht man schon. Auch hier mal kurz Erdbeeren mitgenommen, alles dürfte. So, und. Schon haken wir irgendwo fest und er will nicht weiterfahren. Das ist auch super. Ja, schon machen wir was ganz anderes. Wir fahren nämlich jetzt einfach los und verkaufen den Spaß. Das sind die beiden Sachen mit guten Preisen gewesen. Und den Rest müssen wir mal gucken, was wir damit machen. So simpel ist es. Es gibt normalerweise auch Zwischenlagersysteme, wo man Sachen, verschiedene Sachen von einer Sorte einlagern kann. Da müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt mit drauf habe als Mod. Und sonst muss ich mir natürlich auf jeden Fall Notiz machen, mal gucken, was so ein System kostet und ob es sich dann lohnt. Ne? Klar, wenn man natürlich jetzt was für 3000 pro 1000 Liter verkauft und kann aber 5,5 oder sowas dafür kriegen, das ist natürlich eine andere Geschichte dann. Ne? Wenn man davon dann 10, 15 Paletten hat und es sind immer 2000 Liter oder sowas auf eine Palette, kleckert sich mit der Zeit. Ne? Ich glaube, hier sind wir richtig. Dann fahren wir mal eine Runde los und wie gesagt, wir verkaufen den kleinen Spaß hier eben kurz. Bei dem Wetter steht leider alles andere, ne? Das ist es halt. Wenn es einmal regnet, dann regnet es. Ne? Einziger Punkt und eins, was wir machen könnten, ist, wir könnten, sobald wir die Sachen hier alle so halbwegs wieder vernünftig haben, dass alles läuft, könnten wir natürlich der Seite laden wir ab. Vorspulen, dass wir aus dem Wetter rauskommen. Ne? So, der Kram ist weggestellt. Das kann sie jetzt in Ruhe verkaufen. Da oben seht ihr den Rubel auch rollen. Wir fahren mal wieder zurück. Und sobald wir auf 10.000 hat es gebracht. Das ist jetzt kein Vermögen, aber es waren ein Viertel Palette oder sowas. Also da kann man mit leben. Da kann man mit leben. So, gut. Wir müssen auf jeden Fall die anderen Paletten darunter nehmen, aber die Preise waren komplett schlecht. Eine Fruchtvariante bräuchten wir uns nicht drum kümmern, aber die andere Fruchtvariante war auch voll. Und der Preis war schlecht. Ich kann natürlich nur noch mal wiederholen. Hat nicht wirklich geholfen. Ne? Hallo, können wir ein bisschen Gas annehmen hier oder so? Ich gebe hier Gas. Los, fahr. So, gut. Ja, was machen wir mit den anderen Kameraden? Ne? Das ist die Schwierigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen sie jetzt einfach mal runter. Aber das machen wir erst, nachdem ich jetzt eine Runde geguckt habe. Wir haben wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wo wir es drunter haben, aber hier ist die wahrscheinlichste. Ja, da seht ihr selber die Sachen, die wir gesetzt haben und den Obstverkauf. Und da sehen wir die Lager. Und ihr seht, das sind die Lager. Ne? 30.000 pro. Das ist der Zentralhandel, Molkerei, Zuckerfabrik, Lager für Paletten mit Zucker. Da haben wir es genau das gleiche. Melasse, Palette, Lager. Gut, wir haben wahrscheinlich keine Lagerstätte für die Milchprodukte. Ich gucke nochmal unter platzierbare Objekte. Das ist ja die einzige Alternative, wo wir sowas noch finden können vielleicht. Farming-Tablett-Kram und sowas. Okay, Milchverkauf, bla bla blub. Gucken, ob wir irgendwas aus der Reihe haben. Das ist unsere Weberei, der Stoffpart, die Produktion. Da ist die Kartonfabrik, Palette, Wasserpumpstation. Ja, das war's leider. Ja, also, okay, wir können
Falsch. Richtig. Wir können auf jeden Fall die Früchte retten und wir könnten Zucker und Melasse retten. Ganz toll. 30.000 kostet ein Teil. Erdbeeren haben wir gerade verkauft. Wollen wir mal gucken, was ist denn jetzt voll? Klatsch mal kurz hier rüber. Hier haben wir verkauft. Himbeeren werden voll. Wie sieht denn so ein Himbeerlager aus? Das ist Himbeeren. Ah, wow, fast falsch, fast schief gegangen. Da haben wir Himbeeren. Aha. So sieht's aus. Das heißt, man könnte die einfach hier hinten hinstellen. Man hätte wahrscheinlich vorne eine Annahme, hinten eine Ausgabe. So simpel ist es. Durch die Paletten, die da stehen, würde man erkennen, was es ist. Man kann natürlich jetzt hier schlecht dicht dran stellen, weil dann sehen wir natürlich nichts mehr. Ne? Hier das Ganze hinstellen mit Lagern ist auch schwierig. Ist alles irgendwie schwierig. Müssen ja wieder von beiden Seiten anfahrbar sein. Das heißt, wir würden das Ganze wahrscheinlich drehen, bisschen anpassen. Werden wir unsere Position selber sehen. Ich möchte es jetzt gerne gedreht haben, im Verhältnis gesehen zu dem Kollegen hier. So wäre es gerade. Damit wir da rumfahren können, lassen wir noch ein Stück breit. Ich baue es jetzt einfach mal. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das wird jetzt unser Testlager. So simpel ist es. Jetzt gehen wir hin mit unserem freundlichen Wagen, holen uns unsere Himbeeren da ab. So, der ist natürlich jetzt aus. Ob wir das mit Zucker und sowas auch machen, sehen wir. Aber bei hier sind ja sehr große Summen, um die es halt dementsprechend geht, ne? Ob wir nur Zucker losfahren und das wird für 1200 oder für 1300 verkauft. Hier ist das natürlich, ob wir was mit 3000 oder mit 5000 verkaufen. Natürlich schon eine andere Geschichte, ne? So, okay. Hier die Vermutung, ich mache das nicht mit dem Wagen, sondern ich mache das mit unserem Gabelstapler. Das ist jetzt meine Vermutung. Genau wie meine Vermutung ist, dass wir mal gucken sollten, was die anderen Jungs hier so machen. Also Motor aus, Licht aus, aussteigen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ist das eine volle Palette oder ist das keine? Da oben ist die Anzeige. Leerpaletten ist alle. Okay. Und Zucker ist nicht ganz voll. Leerpaletten ist alle. Gut, das zu wissen. Hilfe aus, weil Leerpaletten ist hier fast voll. Das ist auch sympathisch. Dann würde ich sagen, liefern wir doch auf jeden Fall schon mal einmal Paletten an. Wir machen mal unseren kleinen Kollegen hier mal seine kleinen Scheinwerferchen an und dann geht's los. Wupp, Vorsicht. Dann müssen wir erstmal hier vorsichtig rauffahren. So. Ich glaube, so könnte das klappen. Fahre es mal vorsichtig rückwärts runter. Ich glaube, die Palettenannahme war auf der anderen Seite. So, fahre ich schon mal auf die. Ne? Hier sind die Platten zum Glück schön eingelassen, also ein bisschen schon was über hingewuchert, aber geht. Da haben wir den Spaß abgegeben. So, jetzt geht die Produktion hier auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir hin und holen uns mal unsere Himbeeren und lagern die mal ein und schauen uns das Ganze mal an. Dass auch das zum Einlagern das System dann auch funktioniert. Erstmal müssen wir natürlich für die richtige Höhe hier erwischen, dass wir den Kram hier auch runterkriegen können. Eine kleine Rampe da oben hoch gibt es ja nicht. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt so schon mal richtig.
Und so auch, so wie es aussieht. So, schön direkt davor gefahren. Bisschen höher. Erst ein bisschen reingerutscht. Jetzt ist er richtig reingerutscht. Wir winkeln das gute Stück ganz an. Sieht richtig aus, als wenn sie sich durchknicken würden, die Kästen, ne? So, und jetzt gucken wir uns tatsächlich mal so ein Lagergebäude an. Dafür müssen wir natürlich erstmal hier am Häcksler vorbei. So. Und da ist das Lagergebäude. Dann gucken wir doch mal. Also, ist das Abgeben hier vorne oder ist das hinten? Und? Gut. Das war hier vorne. Jetzt haben wir 2000 da drin, sagt er. Jetzt ist die Frage, wie wir es jemals wieder rauskriegen. Das hat wahrscheinlich erstmal eine Überladung. Ne, hier hinten steht sie jetzt. Achso, und jetzt könnten wir die Paletten hier autolademäßig wegnehmen und dann wird die immer weiter nachrücken wahrscheinlich. Ne? Das ist okay. Wir gucken uns immer die Bestände an und sehen, dass das Lager hiermit überhaupt nicht zusammenarbeitet. Weil wir haben hier leider bei Himbeeren keinen Bestand. Okay, aber wir sehen, aus der Warenannahme ist es raus und an einer möglichen Warenausgabe ist es dran. Und ich weiß jetzt nicht, was für eine Kapazität die Jungs haben. Ich habe auch nicht geguckt, ob es im Shop drin steht, muss ich zugestehen. Vielleicht stand es hier unten drunter. Wir gucken einfach, egal, jetzt aber mal. Ja, siehst du, 100 Paletten gehen da rein. Ist ein Traum. Gut, dann würde ich sagen, packen wir das da rein. Dann ist wahrscheinlich wohl egal, wie voll das Ganze ist. Das scheint reinzugehen. Und wir stellen fest, dass hier die Palette auch voll ist. Das waren die Johannisbeeren. Die Erdbeeren haben wir ja verkauft. Ich muss zugestehen, ich werde das dann genauso machen, bevor wir jetzt hier, können wir nochmal gucken, gerne wegen den Preisen. Aber ihr seht selber, ne? Wenn wir hier die für 5, 8 und noch steigend verkaufen können und hier sind wir bei 3,5, das sehe ich nicht ein. Dann verkaufe ich 10 Paletten, dann habe ich das Lager wieder raus, ne? Und wir wollen ja mehr wie 10 Paletten insgesamt davon noch machen. Deswegen gehe ich hier genauso auf diese gute Lagereinheit. Kann hier nicht platziert werden, ist ja alles schön und gut. Braucht da ja auch nicht platziert werden. So, wir drehen das Ganze wieder. Wir drehen erstmal uns ein bisschen. So, dass wir hier so ein bisschen anpassen können. So, und jetzt drehen wir das Ganze hier eine Runde. Ich werde es natürlich jetzt nicht ganz dicht dran setzen. Ich möchte aber halt nur sehen, dass wir im gleichen Winkel zueinander stehen. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Zwischenplatz, dass wir mit einem längeren Wagen nicht aus Versehen mehrere Sachen auf einmal aufladen. So, gleich rum hingestellt haben wir es. So, das dürfte das gleiche Lager sein, bloß mit Johannisbeeren. Baukosten 30.000. Eigentlich müssten wir sehen, ob wir da von der Gemeinde nicht ein bisschen Kohle wieder kriegen dafür, aber sollte ich vielleicht mal in der nächsten Gemeinderatssitzung mal ansprechen hier. Den wir natürlich anbieten, wenn andere Leute ihre Früchte hier auch einlagern wollen, dass wir die natürlich dann auch einlagern lassen. Ne? Man muss ja immer ans Allgemeinwohl denken und sich selber die Taschen voll schaufeln, wie das halt so ist. Ne? So. Aber wir kriegen es hin. Wir werden unsere guten Johannisbeeren, die eigentlich längst rausgefallen wären bei dem Winkel, den ich gerade drauf habe. Ne, hier sehen wir jetzt, wie sie vorne an der Warenannahme ankommen. So. Und da sind sie weg. Und da können wir nämlich auch mit den Früchten dann später mal einen richtigen Reibach machen. Weil wir halt nicht so ein Scheißproblem haben damit. Ne? So, was können wir noch machen? Ganz einfach. Die Sachen, die wir, wo wir selber kein Lager für haben, da können wir natürlich einfach mal ein Lager für machen. Ist die Frage, haben wir eine Halle oder ein Gebäude, was wir setzen können bei den platzierbaren Objekten, wo wir vernünftig was drunter stellen können? Ja, so ein Kinderkram und das hier. Nee. Das, so ein Gestell, könnte man. Haben wir noch irgendwas Alternatives? Ich glaube leider nicht. Ich meine, das jetzt irgendwo zu lagern, und auch wenn es unter einem Dach wäre, wäre theoretisch gesehen eh unrealistisch, weil es gehört eigentlich in ein Kühlhaus. Ne? Da sind wir schon einig, deswegen ja, ist das eher ein schwieriges Unterfangen. Egal, ob ich das jetzt im Freien hinstellen würde oder ich würde das jetzt hinstellen unter dem Vordach, es wird eh schlecht werden. Also, ne? Hat also nichts mit zu tun.
Deswegen würde ich sagen, wir fahren hier mal eine Runde rüber. Und stellen die Sachen so weg, wie sie hier stehen. Hört sich jetzt doof an. Und ihr wisst wahrscheinlich auch gar nicht, was ich meine. Aber. Punkt 1. Ich sollte erstmal auch noch die Palette zufahren. Dann geht das auch. So. Dann sollte ich die passende Höhe haben. So. Jetzt sehen wir den guten Joghurt. Und den guten Joghurt, den stelle ich jetzt hier im Zapf. So simpel ist es. So, und warum mache ich das jetzt so? Ganz einfach. Ich werde in der gleichen Reihenfolge, wie ich ihn jetzt hier hinstelle, werde ich mich wundern, dass ich das Ganze nicht unterweg kriegen kann. So. Muss ich das so rauskippeln da? Ja. So. Ja, und genau so in der Reihenfolge werde ich das hier hinstellen. Also, wenn das erste, wenn wir angekommen, also wenn wir von den Hängern her herfahren würden, ist das erste, was wir links bei der Produktion sehen, Joghurt. Und das erste, was dann rechts steht, auch Joghurt. Das heißt also, es steht in der gleichen Reihenfolge da, wie wir es wegnehmen. Ja, aber die Folge ist leider schon zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich auch super. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal.